Ja, morgen 12.30 Uhr ist die Abstimmung über das neue Urheberrecht. Und tja, ich bin da sehr angespannt. Weiß nicht, seit einigen Tagen kann man fast nichts anderes mehr denken. Heute auf der Arbeit auch. Was passiert hier, was passiert da? So viele Sachen passieren gerade gleichzeitig. Und ja, eigentlich sollte ich schlafen gehen. Es ist echt spät. Ich bin auch am Kränkeln und sehe total fertig aus. Aber irgendwie wollte ich dann doch noch was mitgeben. Und zwar, egal wie die Entscheidung morgen ausgehen wird. Und ich habe von so vielen Menschen gehört, dass sie jetzt politisch aktiv sind. Bitte bleibt dabei. Bitte bleibt dabei, euch politisch zu engagieren, für eure Sache einzusetzen und für euer Anliegen zu kämpfen. Und verliert nicht den Glauben an die Politik, nicht an die Demokratie, denn sie ist das einzige und auch beste Werkzeug, das wir haben, um auf der Welt etwas zu verändern, in der Europäischen Union, in diesem Staat und auf vielen anderen Ebenen. Engagiert euch, organisiert euch und formiert euch. Von daher, ich habe so viel Potenzial auf diesen Demonstrationen gesehen von so vielen tollen Menschen und ich glaube, damit lässt sich etwas bewegen. Und diese großen Unternehmen jetzt hier, die GEMA mit so viel Geld und mit so viel Manpower, richtig, was dort investiert wird, Vollzeitkräfte, die Kampagnen stricken, die glauben, dass diese Bewegung nur einen kurzen Atem hat, nicht für einen Marathon ausgelegt ist. Und darauf spekulieren die. Aber wir müssen zeigen, dass wir für den Marathon da sind, dass wir den langen Weg gehen können, dass wir immer noch da sind, selbst wenn die Abstimmung vorbei ist. Und wir werden nicht nur demonstrieren, wir müssen politisch in die Institution gehen. Das halte ich für den effektivsten Weg. Von daher bleibt dabei, ihr habt das Potenzial. Und wie ich es auf der Demo schon sagte, wir sind die Lobby für das Internet, für eine Kultur und für unsere ganze Generation mit dieser Zukunft. Und wir müssen es ändern, weil andere werden es nicht tun. Jetzt gehe ich schlafen.